Ich glaube halt, gerade wenn, also durch diese Verbote von den Psychedelika und Drogen generell, hat man natürlich dieses Ausbrechen und jetzt mache ich alles auf Partys und gebe mir eine totale Kante, was dann ja ganz anders ist, als wenn man da einfach durch Familie oder so herangeführt wird, wenn man ein Schamanenkind ist. Deswegen, ja, finde ich das immer sehr wichtig, dass man halt so Diskussionen über in welchem Alter sollte man es jetzt machen, halt auch so im kulturellen Kontext betrachtet. Dann erstmal herzliches Willkommen. Danke für das Gespräch heute mit mir. Dr. Ja, vielen Schomann, Dank für die Einladung. wenn man bei dir auf der Homepage liest, dann liest man über dich Mentor, Teacher, Researcher, Entrepreneur und bald kommt wahrscheinlich noch Mutter mit dazu. Aber mit welcher Bezeichnung davon würdest du dich heutzutage am ehesten identifizieren? Also ich sag mal, von den Sachen, die ich jetzt so tagtäglich im Moment mache, also jetzt auch im Hinblick darauf, dass ich noch schwanger bin, obendrauf, im Moment unterrichte ich noch viel an der Uni, also bis vor ganz kurzem, also das Semester ist jetzt an der privaten Uni vor kurzem zu Ende gegangen und bin Mentor für die Studenten und auch für, habe zusammen mit meinem Partner auch vor kurzem noch einen Retreat organisiert, beziehungsweise zwei Retreats in Mexiko. Und da habe ich dann auch eine Mentor-Facilitator-Rolle. Und ja, meine Research-Tätigkeiten sind jetzt im Moment nicht so präsent, aber vom Typ her bin ich nach wie vor auch noch Researcher. Also irgendwie stimmen die ganzen Bezeichnungen trotzdem noch, obwohl ich jetzt nicht alle tagtäglich noch ausübe. Wie du sagst, Mexiko Retreat, das war dann euer Rahmen für das Ayahuasca Retreat, das ihr dort hattet, oder war das mit Genau. anderen? Ja. Mh. Ja, also mein Partner, der hat früher über eine Organisation, also die heißen High Existence und Apotheosis und ein paar Leute in der psychedelischen Szene kennen die auch. Also die haben jahrelang Ayahuasca-Retreats in Costa Rica organisiert. Und ja, jetzt habe ich angefangen mit meinem Partner das zu zweit zu machen. Also macht es jetzt nicht mehr über die Organisation, sondern ja, separat, aber immer noch in Zusammenarbeit mit Schamanen, also keine selbstgeleiteten Retreats, sondern ja mit erfahrenen Fachmännern und wir machen da das Rahmenprogramm. Ihr habt gesagt, du warst da dann selber oder wärst da Facilitator gewesen in der Genau. Umgebung. Ja, Ja. es ist Also stark. Facilitator im Sinne von Workshops, aber halt nicht die psychedelische Reise, also die wir dann gehalten von dem Schamanen. Okay, also das ist ein Thema, da kommen wir mit Sicherheit später drauf zurück. Super spannendes Thema, weil ich auch hier schon auf dem Format oft über meine eigenen Ayahuasca-Erfahrungen berichtet habe und wie weitreichend tiefgehend die waren und was da alles noch Spannendes bei dir in dem Umfeld passiert war. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund von dir als deiner Person. Ich finde das nämlich super spannend. Das war auch der Grund, warum ich auf dich gestoßen war und mit dir sprechen wollte, denn du hast einen sehr stark multidisziplinären Hintergrund, wenn man das so sagen kann. Du hast in Cambridge promoviert, das heißt, du bist Sozialpsychologin. Du hast ebenfalls für IBM gearbeitet, genauso wie ich. So wie ich das entnehmen konnte, hast du da in Afrika für E-Health-Projekte unterwegs gewesen. Ja, Und genau. Für IBM Research würde ich noch dazu sagen, weil IBM hat ja ganz verschiedene Sparten und die Research-Sparte ist da schon mal was ganz anderes, als wenn man da, ich sag mal, Sales, Vertrieb oder sonst wo unterwegs ist. Also genau, ich habe da Forschungsarbeit für die gemacht. da kommt der Forschungshut her. Genau, bei mir war es eher die Genau. Vertriebs- und Consulting-Ecke. Dennoch, sage ich mal, aus dem Technology-Bereich kommend, was im Gegensatz zu der Sozialpsychologie so ein bisschen anders geartet ist. Und dann hast du unter anderem ein Projekt zur Frauenförderung namens FILA, wenn ich das richtig ausspreche, mitgegründet, Filia, genau, ja. FILIA, mitgegründet und hast für dich mit internationaler Entwicklung beschäftigt, unter anderem für Projekte mit UNICEF. Das heißt, so komplett breit gefächert. Deswegen vorhin die Einstiegsfrage, mit was identifizierst du dich am ehesten? Und dadurch, dass du jetzt so breit aufgestellt bist und so viel schon gesehen, erlebt hast, du hast auch in vielen Ländern, auf vielen verschiedenen Kontinenten schon gearbeitet, vielleicht grundsätzlich die Frage, woher kommt bei dir dieses Interesse, dieser Drang nach diesem ständigen Neuen, nach dieser Vielfältigkeit und immer, immer mehr und was Neues, können wir sagen. Allein Sozialpsychologie ist so ein breites Umfeld, damit können wir sich ein Leben lang beschäftigen, aber nee, reicht nicht, ich habe noch zig andere. Woher kommt das bei dir? Ja, ich glaube, das klingt halt auch immer alles noch ein bisschen breiter gefächert, als es dann eigentlich
ist, oder beziehungsweise da ist mehr ein roter Faden vorhanden, als man vielleicht als Außenstehender erstmal begreift. Und zwar habe ich auch die Doktorarbeit zum Beispiel und auch meine Masterarbeit damals, zwar in der Sozialpsychologie, aber speziell über Mensch-Technologie-Interaktion geschrieben. Also da ging es um, wie Menschen Vertrauen aufbauen in medizinische Software, also Patienten speziell. Und die Arbeit mit IBM in Afrika war dann auch zu speziell E-Health, also medizinorientierte Technologie. Und da habe ich halt auch Research gemacht. Und dann die Arbeit in verschiedenen Ländern und mit Entwicklungsorganisationen, da ging es auch viel um, also ein Stück weit auch E-Health. Also in Nigeria habe ich ein Projekt zu E-Health gemacht. Aber da ging es auch bei den anderen Projekten um Entrepreneurship in, also in Anführungsstrichen Entwicklungsländern, was ja so ein bisschen so ein blöder Begriff ist, aber genau, das heißt, es war eigentlich immer so ein Stück weit diese Mensch-Technologie-Seite und in vielen Fällen dann auch mit einem Fokus auf den guten Zweck, also wenn man es so platt ausdrücken will, also wie das in Ländern, wo die medizinische Versorgung und andere Arten von Versorgung nicht ausreichend sind, wie der Technologie helfen kann. Und genau da dann eben in vielen Fällen in der Forschungsposition oder zum Teil haben wir auch mit Startups so Konferenzen organisiert und Workshops. Das war so das andere, was ich dann auch mache, also diese Facilitation-Workshop-Seite. Und bei dem Frauenprojekt ging es auch wieder ein Stück weit, also eher um Fokus Entwicklungsländer. Und da war jetzt Technologie nicht so im Vordergrund, obwohl wir auch an der App gearbeitet haben. Das war, ja, hat sich eigentlich aus einem privaten Projekt so ergeben. Also so ein paar, ja, als so ein paar Stichpunkte. Und dann kam eben dieses Interesse an Psychedelika und persönlicher Entwicklung dazu, weil ich eben irgendwann gemerkt habe, hey, also selbst in diesem ganzen internationalen Entwicklungsfeld und bei den Startups, die ja auch ganz oft positive Veränderungen erreichen wollen, selbst da sind halt oft so viele, ja, so interpersonal Probleme oder einfach, dass Leute sich selbst im Weg stehen. Und dann habe ich mich einfach mehr und mehr dafür interessiert, auch noch diese persönliche Komponente in meine Arbeit einzubringen. Sagst du ja, dann steht der Mensch sich oftmals selbst im Wege, egal wie groß die Vorhaben sind und die Wünsche, die Ziele. Jetzt sagst du, diese Mensch-Technologie-Schnittstelle, an der du gesessen hast, das war schon immer so ein bisschen der rote Faden. Ich spreche ganz gern von Psychedelics als Tools. Ich rede gerne von Bewusstseinstechnologie, deswegen passt das da eigentlich ganz gut mit rein. Wie würdest du psychedelische Substanzen oder Psychedelics dem Otto-Normal-Menschen da draußen erklären? Oder dem Fünfjährigen, der das gerne verstehen möchte? Interessante Frage. Also erstmal diesen Begriff Technologie finde ich auch interessant, weil man bei Technologie natürlich immer direkt denkt, oh, das ist ein Computer oder ein Handy. Also ich finde es auch interessant zu sagen, okay, schamanische Methoden sind Technologien auf eine gewisse Art und Weise. Also damit kann ich mich schon identifizieren. Das finde ich auch ganz, ich sag mal, eine interessante Art, Leute zu provozieren in ihrem Weltbild von, was eigentlich eine Technologie ist. So viel dazu. Ja, was sind Psychedelika? Also ich würde sagen, Psychedelika sind so eine Art von Schnellzugang oder Abkürzung auf dem Weg, sich selbst und was man vielleicht als Gott versteht, dem näher zu kommen, das mal zu erleben. Also genau das Gleiche, was im Buddhismus, in einem Christentum, in allen möglichen Religionen, in allen möglichen Selbstverbesserungsteachings eigentlich gesucht wird, ist mein Gefühl, dass Psychedelika einem einfach ganz schnell einen Einblick davon, einen Einblick daran geben können. Und ja, somit eine gewisse Technologie sind, um Einblicke, Verständnisse, Beziehungen zu sich selbst und zum Universum, zu Gott, zu wie auch immer man das, was nicht so erklärbar ist, benennt. Ist schön, eine Schnellstraße zu sich selbst. Deswegen habe ich so ein bisschen den Titel von dem Podcast auch gewählt, gesagt, die Reise zu dir selbst. Das ist also ein bisschen genau daher geschuldet gewesen, weil du gerade Buddhismus erwähnt hattest. Ich glaube, auch gelesen zu haben bei dir, dass du dich schon sehr früh in deiner Jugend auch schon mit, sag mal, fernöstlicher Philosophie beschäftigt hast, auch so Dingen wie Yoga und anderen Praxisen. Hast du
Woher kommt da der Bezug? Ist das familiär bei dir begründet? War das persönliches Interesse? Hast du früh angefangen, Huxley zu lesen oder dich mit Alan Watts beschäftigt? Was war der Impuls? Ja, also gewissermaßen könnte man schon sagen familiär, weil die Familie von meiner Mutter, ich sag mal, es ist eine Familie von etwas schrägen Vögeln, also im positiven Sinne. Meine Tante ist Heilpraktikerin und ich glaube, irgendwie mit 12 oder so habe ich das erste Mal einen Schamanen über sie kennengelernt, Wow. afrikanischen Schamanen. Wobei da jetzt niemand konkret Yoga und östliche Philosophie so auf dem Schirm hatte. Das war dann eher. Also die eine Tante, die eben Heilpraktikerin ist und sich mit so alternativen Heilungsmethoden beschäftigt hat, die andere Tante, die mega naturverbunden ist, meine Mutter, die Künstlerin ist. Also ich sage mal so ein bisschen, das Exzentrische war für mich jetzt nicht so fremd, was, glaube ich, hilft, um komische Sachen mal auszuprobieren. Und dann habe ich lustigerweise einfach mit 14 oder so mal im Volkshochschulheft eine Yoga-Klasse gesehen und dachte, ach, Yoga klingt ja irgendwie interessant. Und ich hatte schon immer so einen Hang, einfach Sachen, die ich nicht kenne, spannend zu finden. Also ich bin auch mit 13 zum ersten Mal zum Schüleraustausch nach Südafrika gefahren, was, glaube ich, auch viele in dem Alter noch nicht so auf dem Schirm haben. Aber ja, irgendwie fand ich halt immer Sachen, die exotisch sind, spannend und bin dann zu diesem Yoga-Kurs gegangen und hatte da das Glück, dass das eben nicht so eine Art von Fitnessstudio-Yoga war, sondern eine Yoga-Lehrerin, die auch selber viel Zeit in Indien verbracht hat, die sich auch mit Ayurveda und mit yogischer Philosophie ausgekannt hat. Und die hat mich dann eben, weil ich so großes Interesse hatte, dann auch schnell mitgenommen zu so verschiedenen Events, also zum Mantra-Singen und dann war ich auch mal irgendwann bei dem buddhistischen Meditationsretreat. Bin dann jetzt nie beim Buddhismus so hängen geblieben, aber habe da halt viel so früh schon ausprobiert und hatte dann so eine kurze Pause von dem ganzen Thema, als ich meinen Bachelor gemacht habe. Da war ich dann auf der BWL-Schiene und habe auch den Bachelor in BWL tatsächlich gemacht. Und danach bin ich dann aber durch einen indischen Freund in Indien gelandet und bei mehreren Ashrams und ja, habe da einfach mal so ein bisschen das Land angeschaut und die Philosophie besser kennengelernt. Und ich würde sagen, dass auch diese psychedelische, das Interesse an Psychedelika ein Stück weit eine Fortführung daraus war. Also, dass ich dann irgendwann mitbekommen habe über die Freundin von meinem Cousin damals, die mich ein Buch geschrieben hat über Ayahuasca. Da habe ich dann gecheckt, ach, irgendwie ist das mit den Substanzen vielleicht doch gar nicht so übel, weil ich bis dahin halt nie irgendwas mit irgendwelchen Substanzen am Hut hatte. Und dann gemerkt habe, ach, das, was die da beschreibt, diese ganze schamanische Arbeit, klingt ja doch viel ähnlicher an zu diesen indischen Philosophien, als ich das auf dem Schirm hatte. Genau, und so hängt das dann alles irgendwie mit, ja, Interesse an Exotischem und einer gewissen familiären Disposition sozusagen zusammen. Jetzt sagst du, da hat sich so ein bisschen das Interesse für die Technologie an Natur, Pflanzenheilkunde und Medizin, sag ich mal, mit ergeben. War dein erster Berührungspunkt dazu Ayahuasca oder hattest du andere Vorerfahrungen? Weil du sagtest, deine erste Berührung mit einem Schamanen war ein afrikanischer, verwurzelter Schamane. Genau. Also was jetzt generell Schamanismus und alternative Heilmethoden angeht, da habe ich mich schon, also wie gesagt, seit im Grunde meiner Kindheit durch meine Tante so ein bisschen mit beschäftigt. Also wusste halt irgendwie ein bisschen was über Akupunktur und hatte halt einmal da diese eine Sitzung mit diesem Schamanen mit 12. Und habe auch ein bisschen mich mit Schamanismus auseinandergesetzt, allerdings so, also nicht substanzgestütztem Schamanismus, schon ein paar Jahre vor dieser Ayahuasca-Erfahrung. Das heißt, eine Offenheit dafür hatte ich, aber was dann speziell Substanzen angeht oder Heilpflanzen mit psychedelischer Wirkung, wie auch immer man sie nennen mag, das kam dann tatsächlich über Ayahuasca. Also da hatte ich keine Erfahrung wie, also es gibt, glaube ich, ja viele Leute, die über Partys irgendwie erst bei MDMA landen und dann mal LSD probieren und dann bei Ayahuasca landen oder so. Oder mal an der Uni Pilze probieren. Also die Art von Erfahrung hatte ich einfach nicht. Für mich war irgendwie alles, was Droge ist, so ein rotes Tuch. Und genau über diese spirituellen Interessen kam dann eben ja, Ayahuasca in mein Leben.
Ich habe das schon von sehr vielen mittlerweile gehört, dass der direkte Weg in irgendeinen Ayahuasca-Retreat geführt hat. Und ich dachte mir nur so, bei meiner persönlichen Erfahrung, als ich da in Peru saß, im Dschungel 2 Wochen lang und 5 Zeremonien hatte und wir diese Vorstellungsrunde hatten und dann hieß es, ja, ich habe noch nie mit Substanzen gearbeitet, ich habe auch noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, weder Alkohol noch Zigaretten. Und ich bin jetzt hier zum ersten Mal, ich war einfach mal neugierig und ich hatte mir 5 Jahre überlegt, wann ich mich endlich traue, das zu machen. Dachte mir so, Respekt, Hut ab, aber auch die Leute haben es überlebt und hatten natürlich entsprechend grandiose Erlebnisse für sich selber. Wenn du jetzt sagst, für dich war das alles ein rotes Tuch davor, typischerweise, deswegen versuche ich auch hier über das Format vor allem dieses Thema Aufklärungsarbeit mit so ein bisschen zu unterstützen für den deutschen Zuhörer, weil natürlich sehr stark stigmatisiertes Thema hier vor allem im Volksmund noch, alles, was nicht Legales gehört verboten, ist es dementsprechend auch und ist auch auf gar keinen Fall gut. Trotzdem leert sich jeder ohne Ende Alkohol rein, um sich zu betäuben und Nikotin gibt es auch in jeder Ecke, ist kein Problem. Aber um solche Dinge so ein bisschen ins richtige Licht zu rücken, jetzt auch das Gespräch, wenn du sagst, du hattest da deine erste Ayahuasca-Erfahrung und davor bist du da hingekommen, hast gesagt, Drogen aller Art geht gar nicht. Du hattest deine Erfahrung. Wie hat sich das Bild auf dieses Thema für dich verändert danach? Ja, ich würde erstmal dazu sagen, dass das bei mir mit dem roten Tuch tatsächlich eher durch meine Yoga-Erfahrung kam als durch so gesellschaftliche Normen. Also, ja, ich habe mir zwar nie irgendwie Interesse, also ich meine, selbst bevor ich jetzt mich sehr intensiv mit Yoga beschäftigt habe, hatte ich nie großes Interesse an Gras oder so, weil ich einfach als Jugendliche immer gar nicht so Interesse hatte an Kontrollverlust oder auch, also jetzt viel Alkohol trinken war jetzt auch nie so mein Ding. Und im Yoga gibt es halt, ich sag mal, viele Traditionen, wo alles an bewusstseinsverändernden Substanzen eigentlich ziemlich tabuisiert ist. Und von mir kam es daher eher von diesem Wunsch, meine spirituelle Erfahrung aus Meditation und eben von mir selbst heraus zu erschaffen. Das heißt, das ist nochmal, glaube ich, ein bisschen anders als bei jemandem, der jetzt aus einer Familie kommt, wo einfach Drogen tabu sind und das alles böse. Das heißt, ich hatte ein bisschen ein anderes Mindset und andere Beweggründe. Erstmal so als Hintergrund. Und dann, genau durch Ayahuasca, was passiert ist, ist, dass ich in meiner ersten oder zweiten Session hatte ich sehr spirituell tiefgründige Erfahrungen, die für mich wirklich total bestätigt haben, dass das, was diese Pflanzen machen, genau das ist, worüber eben in yogischen Schriften gesprochen wird. Also da hatte ich ganz viele Erfahrungen in dieser einen Nacht, die ganz ähnlich waren wie Sachen, die ich vorher gelesen hatte in der Bhagavad Gita oder in irgendwelchen anderen indischen Texten und immer dachte, ah, ich kann es vom Konzept her nachvollziehen, dass wir gleichzeitig wir selbst sind und aber auch alles, also so ein bisschen, ich sag mal, lofty Konzept, was ich vom Kopf her verstanden hatte, aber nie irgendwas in der Art erlebt hatte. Und da waren dann halt einfach eine Handvoll Erfahrungen in der einen Session, die genau diese spirituellen Texte bestätigt haben. Und ja, da habe ich dann schon drüber nachgedacht, inwiefern das halt sich reimt mit dem, was so in der westlichen Kultur über Drogen gesagt wird. Ja, und dann über die Jahre, also gar nicht so unbedingt durch diese erste Erfahrung, aber durch mehr Research kam mir dann halt mehr und mehr der Zusammenhang, dass es einfach bestimmte Interessen gibt von bestimmten Menschen, also speziell die Pharmaindustrie, was man ganz gut an dem Beispiel Iboga verdeutlichen kann, wo Iboga zum Beispiel, also meines Wissens nach das stärkste Entzugsmittel für Opiate und Heroin ist. Und Iboga dann relativ zeitgleich illegal gemacht worden ist, als Methadon als Behandlungsmittel bei Opiatabhängigkeit eingeführt worden ist. Und wo man sich dann fragt, okay, woher Komisch. kommt das? Und ich glaube, es gibt halt ähnliche Dynamiken auch bei anderen Substanzen oder einfach generell gewisse Menschen, die Einfluss haben, denen es nicht gut passt, dass man ja, sein eigenes Bewusstsein erforschen kann und selbstsicherer, erfüllter und so weiter lebt. Und ich denke, das ist gar nicht so verschwörungstheoretisch, sondern einfach ganz pragmatisch. Also das, ja, das ist dann halt, dann war halt das Iboga ein Marktgegner. Und dann versuchen halt die Leute, die davon vielleicht nicht so viel verstehen und nur merken, hey, da will halt jemand uns den Markt von Methadon kaputt machen, dann macht man da halt was gegen. Ja, so ist das.
es lässt sich weniger gut verkaufen, wenn man ein, zwei Ayahuasca-Retreats-Sessions oder Iboga-Entgiftungszeremonien hat und die Person dann nicht mehr auf den Substanzen hängt. Nicht so profitabel wie ein Pillenverschleiß, der ein Leben lang halten kann. Ich glaube, Opiatenkrise ist ein gutes Stichwort, da können wir nachher noch zu eingehen drauf. Wenn du sagst, diese Ayahuasca-Erfahrung war für dich der erste Berührungspunkt, wann war das ungefähr? Wie alt warst du da und wie lange ist das her? Das ist 5 Jahre, glaube ich, her. Also da war ich ungefähr 27. Das ist jetzt auch so ein Alter, wo ich sagen würde, mit 27, ich weiß nicht, ob du da schon promoviert warst, auf jeden Fall hast du schon deutlich mehr Lebenserfahrung gesammelt als jemand, der gerade im Teenage-Alter rauskommt und gerade Schule verlässt und sagt, ja, ich probiere mal ein paar Sachen aus auf irgendwelchen Partys. Ich bin auch so ein bisschen der Befürworter von, auch aus eigener Erfahrung geschuldet, bei mir hat es in einem ähnlichen Alter erst angefangen und davor wusste ich das gar nicht, aus anderen Gründen war das mir auch nicht nahe und hatte dann zum Glück aus meiner Perspektive erst so spät den Zugang dazu bekommen, weil gegebenenfalls davor das auch sehr schnell in eine Art Misuse hätte abdriften können, zumindest in meinem persönlichen Beispiel. War dann sehr froh, dass ich auch anfangs super, super vorsichtig war dem gegenüber und wirklich Baby-Steps gemacht hatte. Deswegen sagte ich, bei mir 5 Jahre gebraucht, bis ich in Peru saß. Deswegen ging das auf einem anderen Weg. Super dankbar dafür. Jetzt hast du mit Ayahuasca angefangen, das ist 5 Jahre her. Und dann sind seitdem andere Erfahrungen noch mit dazugekommen. Du hast gerade von Iboga gesprochen. Und ich weiß, dass du selber auch vor ein paar Jahren deine eigene, oder kann man das so sagen, deine Iboga-Initiation hattest in eine Tradition in Afrika. Und ich hatte selber noch keine persönlichen Erfahrungen mit Iboga. Ich hatte dazu mit Leuten schon gesprochen. Und es gibt da auch sehr gute Dokumentationen und Filme zu, wenn man sich die an. Ich glaube, Dosed heißt der eine der Bekannte, wo, sag mal, eine Heroinabhängige aus den USA mit begleitet wird, die dann zu einem Iboga-Retreat in Kanada geht und dann begleitet wird auf dem Entzugsweg. Sehr intensive Dokumentation, wenn man sich das reinzieht und sehr emotional geschildert. Ich habe selber, wie gesagt, noch keine persönlichen Erfahrungen. Mich würde stark persönlich auch interessieren, was so ein bisschen der Unterschied von einer Iboga-Erfahrung zu, sagen wir mal, Ayahuasca oder einer Psilocybin, LSD, MDMA, was auch immer eine Erfahrung, weil nicht psychedelisch, aber in dem Format, wie du sie jetzt erfahren hast, mit einer Initiation verbunden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lief dieses Ritual ab und wie kamst du da überhaupt zu? Ja, also erstmal vielleicht noch eine Sache eingeschoben, weil du gerade das Stichwort hattest mit, das in einem Alter zu starten, wo man eine gewisse Reife hat. Das finde ich interessant, wenn man das wiederum vergleicht mit Kulturen, wo das viel normalisierter ist, mit solchen Pflanzen zu arbeiten. Also speziell also in Gabun in Westafrika, wo ich die Iboga-Initiierung, sag mal auf Deutsch, glaube ich, Initiation gemacht habe. Und auch, also was ich weiß von einigen Stämmen in Südamerika, wo es halt viel normaler ist, dass die Kinder zum Teil schon die Psychedelika nehmen, da ist es, glaube ich, einfach wirklich immer eine Frage mit dem Alter, aus welchem kulturellen Hintergrund kommt man. Und ich glaube halt, gerade wenn, also durch diese Verbote von den Psychedelika und Drogen generell, hat man natürlich dieses Ausbrechen und jetzt mache ich alles auf Partys und gebe mir eine totale Kante, was dann ja ganz anders ist, als wenn man da einfach durch Familie oder so herangeführt wird, wenn man ein Schamanenkind ist. Deswegen, ja, finde ich das immer sehr wichtig, dass man halt so Diskussionen über in welchem Alter sollte man es jetzt machen, halt auch so im kulturellen Kontext betrachtet. 100%. Ich überlege an die Diskussion, die wir dann mit unseren Schamanen in Peru hatten und denen mal so ein bisschen geschildert haben, oder die uns mehr oder weniger erklärt haben, aus ihrer Sichtweise, mit was für mentalen Problemen die Europäer, die Weisen zu uns kommen, die wir nicht erklären können. Und das Gespräch mit so jemandem, der seit 40 Jahren in so einer Lineage arbeitet und, sag mal, über Generationen hinweg Schamanismus gelernt hat und dann ein Konzept versucht, erklärt zu bekommen von Depression oder von Essstörung oder von Burnout, dann können die damit nichts anfangen. Für die macht das keinen Sinn. Die sagen dann, ihr esst aus einem Grund zu viel oder spuckt es wieder aus, weil es euch schlecht geht. Ich verstehe nicht, was euer Problem ist. Und dann wirklich das in dem Kontext gesehen, schütteln die nur den Kopf und denken sich, wir sehen nur, dass ihr krank seid und wir helfen euch dabei. Aber wir wissen nicht, warum ihr so krank seid. So, deswegen in so einem Kontext, klar, wenn die Jungs und Mädels da aufwachsen im Dschungel und fangen dann halt mit 12, 13 schon an, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und haben aber nicht diese ganzen mentalen
Mitbringseln, Altlasten, die wir mitschleppen in der westlicheren Welt, ist es ein ganz anderer Rahmen, bin ich voll bei dir. Ja, ja. Ja, und dann zu dem Thema Iboga. Ja, das ist ein interessantes Thema, weil Iboga einfach meiner Meinung nach, was jetzt so Detox und körperliche Reinigung und, wie soll man das nennen, Entgiftung angeht, wahrscheinlich nochmal eine ganze Nummer krasser ist als die meisten anderen Psychedelika. Also was jetzt die Wirkung innerhalb von einer einzelnen Zeremonie angeht. Bei Ayahuasca macht man ja meistens dann längere Diätas und arbeitet damit ja über Wochen oder Monate, wenn man jetzt wirklich tiefer liegende Probleme hat. Iboga ist so krass oder so unglaublich, weil es eben eine komplette Heroinabhängigkeit innerhalb von einer Sitzung einfach stoppt. Dann hat man danach immer noch dieses Problem. Also was wohl passiert ist, dass auf der körperlichen Ebene einfach die Suchtmechanismen ausgehebelt werden. Und dann muss man natürlich trotzdem immer noch daran arbeiten, dass man sagt, okay, wie kann man jetzt das Umfeld und die Situation von der Person so anpassen, dass halt die Wahrscheinlichkeit, dass die wieder rückfällig wird, nicht so hoch ist. Aber ja, ich weiß nicht, wie sehr sich denn Zuhörer mit Opiat- und Heroinabhängigkeit auskennen, aber das ist einfach normalerweise eine Sache, wo man also Monate bräuchte, um überhaupt erstmal diese körperliche Abhängigkeit loszuwerden. Aus dem, ja, aus der Perspektive ist einfach Iboga wirklich, wirklich unglaublich. Was jetzt so die Nutzung angeht in westlichen Ländern, gibt es halt zum einen in Mexiko, in ein paar anderen Ländern Therapiezentren, die auch speziell auf Opiatsuchtbehandlung ausgelegt sind, die dann oft gestützt sind von Ärzten, wo einem dann auch zwischendurch der Puls gemessen wird und einfach sichergestellt wird, dass man da sicher in sicheren Händen ist, weil eben Iboga durchaus auch höhere Risiken hat, also gerade natürlich bei einem Entzug, wenn es Leuten von vornherein schon nicht so gut geht, aber auch, ich habe ein bisschen Frosch im Hals. Kein Problem. Aber auch was die, ich sag mal, Todesrate angeht, weil Iboga, da ist es schon so, dass, also es gibt eine Studie, glaube ich, die, was war denn nochmal die Zahl? Da stand, glaube ich, irgendwas, waren das jetzt 3 von 100 Leuten? Oder waren es 3? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wo man durchaus sagt, okay, bei Iboga gibt es Todesfälle, wo allerdings auch die meisten Provider, die ich kenne, sagen, das liegt in der Regel aber daran, dass die Leute vorher nicht vernünftig gescreent worden sind. Also, dass die eben vorher schon einen Herzfehler hatten und die haben trotzdem das Iboga bekommen oder Ibogain, was jetzt der Auszug daraus ist. Und daher wäre es eigentlich also kein notwendiger Tod in dem Sinne gewesen und man hätte es halt vermeiden können, indem man die Person rausgefiltert hätte. Aber ja, also Iboga in der Hinsicht, also gerade bei Entzugsfällen wird dann eher in diesen klinikartigen Kontext verabreicht. Es gibt auch in westlichen Ländern zum Teil Schamanen, die da Zeremonien anbieten, aber meines Wissens nach sind das dann meistens, also die ist jetzt wirklich auch so, ich sag mal, spirituell, psychologischen Interesse machen die Leute. Es ist meistens eine viel niedrigere Dosis als das, was gegeben wird bei Entzug oder auch eben bei diesen Ritualen in Gabun. In Gabun selbst, also in dem Land in Westafrika, wo das am verbreitetsten ist, wird es in der Regel als spirituelle Initiierung in einen Kult oder in einen Stamm benutzt. Und zwar anders als bei Ayahuasca, hat man halt meistens dann, wenn man jetzt da Mitglied ist in diesem Stamm, eine große Initiierungszeremonie. Und man macht das jetzt nicht immer wieder und immer wieder, sondern die nehmen dann auch kleinere Mengen für andere Festlichkeiten, aber eben diese größere Menge, wo man wirklich ja, ins All geschossen wird, die kriegt man dann nur einmal. Und da ist es wirklich auch eine sehr hohe Dosis, also auch so ähnlich eben wie bei einem Entzug. Und der Unterschied zwischen Ayahuasca und Iboga ist dann einmal bei der Länge, also dass Iboga viel länger dauert. Also man liegt da, also 24 Stunden auf jeden Fall komplett flach, je nachdem, wie viel man da bekommt oder über was für einen langen Zeitraum, die einem das verabreichen, zum Teil auch länger. Und also es ist körperlich sehr anstrengend und man hat das Gefühl, es ist so ähnlich von meiner Erfahrung wie bei der Gehirnerschütterung, dass wenn man die kleinste körperliche Bewegung macht, sich alles anfängt zu drehen und man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Also es ist halt wirklich
nicht spaßig von der körperlichen Komponente her. Und von der Reise her ist es so, dass man, wenn man eine ausreichend hohe Dosis nimmt, auch ein paar Stunden lang eine Reise mit psychedelischen Visionen und Bildern und so hat. Und dann hat man eine sehr lange Phase, also zum Teil eben, 18 Stunden lang oder so, wo man wie in so einem luziden Traum ähnlichen Stadium ist, also wo man jetzt nicht komplett überfordert wird mit irgendwelchen wilden Visionen, sondern wo man schon auch eine gewisse eigene Steuerungskraft hat. Also man kann Fragen stellen, also ich habe zum Beispiel einmal gefragt, ob ich wohl... Trink ruhig gerne Wasser, wenn du möchtest, ja. Oh, kommt das denn jetzt her? Iboga meldet sich. Ja. Sorry. Zu viel geredet. Nochmal ein neuer Start. Also, die zweite Phase ist, wo man diese Phase von diesem luziden Traumstadium hat und dann ein gewisses Mitspracherecht hat, also wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt gerne nochmal meine Großeltern sehen und wo man quasi wirklich wie eher fotogetreue Bilder zum Teil aus der Vergangenheit sich wieder in Erinnerung rufen kann oder auch oft so Situationen hat, wo man Fragen stellt, wo einem sonst halt die Konditionierung reinredet, also sowas wie, warum klappt das nicht mit meiner Beziehung? Und meistens redet man sich ja irgendwie schön, wie, ach, aber eigentlich passen wir doch zusammen. Und irgendwie hat man ja seine 10 Gründe, die man sich sonst so einredet, was da vielleicht nicht stimmt. Und auf Iboga kriegt man halt eine ungefilterte Antwort, wo man einfach sagt, ja, weil es halt einfach nicht passt. Punkt. Mhm. Also das ist so der Ton, mit dem quasi dann auf einmal das Unterbewusstsein mit einem redet. Und dieser ganze, ich sag mal, Bullshit, den man sich halt sonst noch so einredet, der verschwindet einfach. Mhm. Und ich sage manchmal, das ist so ein bisschen vom Tonfall her wie so eine Greta Thunberg oder einen Edward Snowden, also die ja auch einfach zum Teil sagen, ey, nein, das stimmt einfach nicht. Die Realität ist einfach das hier, ob ihr es wollt oder nicht. Und ja, das ist so ein bisschen der Ton von Iboga und ich glaube, das ist vielleicht auch, warum das gerade bei Suchterkrankungen so hilft, weil es einem einfach die ganzen Begründung, warum man halt doch weiterhin die Substanz oder die schlechte Beziehung oder was auch immer aufrecht erhalten möchte, dass es halt einfach alles nicht stimmt. Und ja, dann nach der Zeremonie hat man einfach eine sehr große Klarheit. Also viel mehr, als ich das von Ayahuasca oder Pilzen oder so kenne. Also ja, Klarheit und Reinheit ist wirklich so das, was so von Iboga für mich die Haupterfahrungen sind. Und ich muss sagen, ich persönlich hatte nie so, also wie Ayahuasca hat man manchmal die universelle Liebe als Erfahrung und so wunderschöne Sachen. Also ich hatte bei Iboga tatsächlich nie solche Momente, aber sehr viele Momente der Klarheit. Mhm. Und dann vielleicht noch ein Wort zu diesen verschiedenen Kulten in Gabun. Also aus Gabun kommt es halt ursprünglich und da wird es auch traditionell nach wie vor gemacht. Und ich glaube tatsächlich, es wird geschätzt, dass ungefähr ein Drittel der Bewohner von Gabun initiiert sind in einen Kult. Also ein Drittel der Bevölkerung auf Iboga hat auf jeden Fall schon mal Iboga genommen. Und ja, da ist es einfach so, dass es etliche verschiedene Kulte oder Stämme gibt und die haben sehr unterschiedliche Rituale. Und die, wo ich jetzt war, das war ein frauengeleiteter Kult. Und da wird viel mit, also sehr viel Wert auf verschiedene Pflanzen und Heilkräuter und eher so ein bisschen, so Kräuterhexen-mäßig gearbeitet, sage ich mal. Wohingegen manche anderen auch durchaus vom Christentum beeinflusst sind und man da manche Elemente vielleicht mitkriegt, die so leicht christlich-westlich beeinflusst sind. Aber das kommt halt wirklich drauf an, wo man da landet. Ist super spannend, wenn du jetzt sagst, du hattest da so viel Klarheit und Reinheit wie auf keiner anderen Substanz. War das jetzt bezogen auf körperliche Reinheit, Klarheit oder psychisch beides zusammengenommen? Weil jetzt durch das Entleeren, jetzt entgiftungsmäßig, sage ich mal, das kennt man auch von Ayahuasca. Ich bei mir persönlich hatte in jeder einzelnen Zeremonie immer das Vergnügen, oben raus mich entleeren zu dürfen, mehrfach, nicht nur einmal. Und das Gefühl von Reinigung hatte ich sehr wohl da auch. Ja.
Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall war, weil du gerade meinst, das hattest du in keinem anderen Fall so klar. Ja, bei Ayahuasca habe ich durchaus auch so Purging-Momente gehabt, wo ich mich übergeben habe. Aber ich würde mal sagen, einfach wie drastisch das innerhalb von einer Zeremonie passiert, das ist, glaube ich, so für mich der Unterschied. Und auch so das Level von, also zum Beispiel, wenn ich jetzt danach irgendwie in Deutschland ins Café gegangen wäre nach der Erfahrung, hätte ich einfach nur gesagt, boah, Zucker, no way, kann ich nicht trinken, Kaffee, was, i. Also, dass man einfach wirklich so eine Abneigung hat gegen alles, was wirklich nicht dem Körper gut tut oder ich würde mal sagen, wahrscheinlich sind das dann säurende, übersäuernde Sachen oder ich weiß nicht genau, wie es auf einer chemischen Ebene da funktioniert. Und vom Kopf her genauso, also dass halt quasi diese klare Greta Thunberg-Stimme immer noch so ein bisschen den Widerhall in meinem Kopf hatte. Also dass ich dann auch, also zu der Phase hatte ich ja gewisse Konflikte in meinem Leben und dass ich da einfach danach gedacht habe, hey, no way, ich lasse so, also niemand mit mir so reden oder dass ich einfach gar nicht so drüber nachdenken musste, wie integriere ich das jetzt, weil das einfach klipp und klar in meinem System war, dass es einfach was sich richtig anfühlt und was sich falsch anfühlt. Und ich muss sagen, was dem am nächsten kommt, ist, glaube ich, noch Cambo von meiner Erfahrung. Also Cambo ist ja diese Schmelzen. Froschsubstanz, die nicht psychedelisch wirkt, aber ganz stark entgiftend wirkt. Und da ist eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, bei Cambo und bei Iboga. Und bei Ayahuasca würde ich sagen, sind die Messages oft irgendwo komplexer und der Prozess ist halt ein längerer. Also du, wie gesagt, du baust halt über eine längere Zeit die Verbindung zu der Pflanze auf und es wird halt irgendwie so nach und nach so abgebaut ja, Vergiftung, wie man es nennen soll, Verirrung. Und Iboga ist einfach ja einmal so ein Schlag mit der Bratpfanne auf den Kopf, so. Meine, es ist eine Wurzel, ne? Das heißt sprichwörtlich die Wurzel rausziehen in dem Sinne. Liegt nahe, dass es eine Wurzel ist. Arbeitet man mit Iboga, und du sagst in deinem Fall mit so einer Initiation, auch mit einer Art Intention bei der Arbeit, also hast du eine Intention, die du mitgenommen hast. Du hast gerade gemeint, du hast da persönliche Probleme, die du klären wolltest. Kannst du dich noch erinnern und die scheren hier in der Form? Wie geht man damit um, wenn du sagst, du liegst da einen ganzen Tag, jede Bewegung tut körperlich im Prinzip weh? Jetzt stellt man sich die Frage, warum zum Geier sollte ich das tun? Ich meine, ich höre hier schon die ganze Zeit von irgendwelchen Purging-Aktionen auf Ayahuasca und Bad Trips und links und rechts katastrophale Erlebnisse. Warum 24 Stunden, wenn sich alles wehtut? Ja, also generell arbeitet man schon oft auch mit Intentions. Intentions. Es kommt wahrscheinlich dann auch total darauf an, bei welchem Schamanen oder bei welchem, wenn man es jetzt im westlichen Kontext macht, bei welchem Facilitator man das macht. Was ich schon von vielen Leuten gehört habe, ist, dass man eine Frageliste an sich selbst schreibt, also dass man quasi aufschreibt, also so Fragen wie: Wie kann ich meine Beziehungsprobleme lösen? Wie kann ich aus diesem toxischen Job rauskommen? Also, dass man einfach verschiedene Sachen aufschreibt, wo man gerne eine Antwort drauf hätte und dann, also Iboga in Anführungsstrichen, einem die Antwort gibt. Also am Ende des Tages halt das eigene Unterbewusstsein. Bei mir war es so, also waren zwei Sachen, die parallel waren. Das eine war, dass ich damals noch ziemlich Probleme mit Essstörungen hatte, wo ich dran arbeiten wollte. Das Interessante war aber, dass mein akuteres Problem zu der Zeit war, dass ich ja, gewisse Probleme bei der Arbeit hatte, mit einer speziellen Beziehung bei der Arbeit. Und das dann so akut in meinem Kopf war, dass das so ein bisschen die Situation dominiert hat, was jetzt vielleicht nicht ideal war, aber ja, im Leben kommen Sachen halt auch nicht immer, wie man es so plant und die Situation dann einfach sehr präsent war. Hast du Antworten bekommen auf die Fragen, die du gestellt hast? Ja, wobei es weniger in klaren Antworten war, sondern das Krasseste war einfach, dass ich danach, wie gesagt, einfach mein ganzes Verhalten geändert habe und einfach manche Sachen nicht mehr mit habe machen lassen. Und das war dann kein, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, sondern es war dann einfach klar. Das ist jetzt super spannend, weil wenn du sagst, vorhin auch meintest, der Integrationsaspekt ist so ein bisschen anders geartet, weil ich integriere immer noch Dinge von vor 1,5 Jahren aus Peru, wirklich durch Therapie, durch ständige tägliche Arbeit,
super viel Self-Development. Wenn du sagst, jetzt sind beim Amy Boger-Fall, ist so die klare Stimme des Unterbewusstseins, die straightforward sagt, also es ist einfach Bullshit gewesen, ab jetzt machst du es bitte so und nicht mehr anders. Ist es dann so, als ob der Vorhang, der Filter, der Bullshit-Filter ist einfach weg und du kannst gar nicht mehr anders, als mit dieser Klarheit zu agieren oder mit dir selber zu sein, kann man das so sagen? Ja, ich finde, das ist eine ganz gute Art, das auszudrücken. Also ich habe bei manchen psychedelischen Reisen dann oft die Frage gehabt, okay, was genau bedeutet das jetzt für mich? Ich könnte so oder so interpretieren und dass man halt oft auch diesen Nachrichten, also da so länger dran rumkaut, sage ich mal. Und bei Iboga würde ich sagen, ist Integration, also zumindest von meinem Verständnis, meiner eigenen Erfahrung, viel eher die Frage, wie kann ich das möglichst lange aufrechterhalten? Und ich glaube, da ist eben das Problem, wenn man dann halt sagt, okay, meine Freunde belabern mich jetzt und wir gehen es heute Abend doch eintrinken, dass man dann, glaube ich, diese Wirkung, also über halt Ernährung, über die, also andere Substanzen und so, glaube ich, die Wirkung auch so relativ schnell wieder kaputt machen kann. Und ich glaube, da ist dann eher die Frage, okay, wie ernähre ich mich, in welcher Gesellschaft soll ich mich aufhalten, um halt das nicht so schnell kaputt zu machen, was ich da quasi an Klarheit mitgenommen habe und da so ein bisschen die Weichen zu stellen. Das ist, glaube ich, dann, ja, meines Erachtens nach bei Iboga die wichtigere Art der Integration, was man natürlich bei anderen psychedelischen Erfahrungen auch durchaus bedenken sollte, wie man das lange aufrechterhalten kann. Aber ja, dieses drüber nachdenken und kontemplieren, okay, was bedeutet das und wie integriere ich das jetzt in mein Leben? Also das habe ich eher bei anderen Substanzen gehabt. Okay, spannend. Das ist ein interessanter Unterschied an der Stelle. Wenn du sagst, wie stark hat dieses Iboga-Ereignis für dich mit dazu geführt, dass du, zumindest habe ich das auch gelesen, dass du geschrieben hattest, dass du erst in den letzten 2 Jahren es geschafft hast, so ein bisschen dein privates und berufliches in Einklang zu bringen und sag mal zu formen, dass du jetzt in einem Strang ziehst für beide Elemente. Wie stark hat das damit zu beigetragen und warum ist das der Fall? Das ist erst in den letzten 2 Jahren der Fall, weil du hast schon so viele Dinge gemacht und da können wir meinen, alle von den Dingen in sich haben sehr viel Bedeutung und Meaning schon in sich. Aber woher kommt diese Aussage? Ja, das sind ja im Grunde 2 verschiedene Fragen. Also das eine, inwiefern Iboga speziell damit jetzt zu tun hatte und dann die andere Frage, okay, warum war das vorher nicht so? Also sagen, dass es vorher nicht so war, war einfach, weil es für mich so klar war, dass einfach spirituelle Interessen und meine spirituelle Entwicklung separat sind von der echten Welt da draußen, wo ich arbeiten gehe. Und dass halt das total normal ist, dass ich einen Job habe und da kann ich dann schon auch in meinem Job Sachen machen, die mich mehr interessieren. Also ich habe, würde ich sagen, mich nie in meinem Leben komplett versklavt und einen Job gemacht, den ich gehasst habe. Also ich habe schon immer Sachen gemacht, die ich interessant fand, wo ich auch dachte, es ist ein gewisser gesellschaftlicher Mehrwert. Also es gibt diesen Begriff Corporate Slut. Also ich war nie eine Corporate Slut und habe da irgendwie Sachen verkauft, an die ich nicht glaube oder so. Das war nicht so. Aber das einfach wirklich so, ich als Komplettpaket einfach in allen Bereichen überall vollkommen das machen kann, wo ich Lust drauf habe, was sich echt anfühlt, was ich wirklich so als tiefsten Purpose habe oder wie man es nennen will. Also dass es wirklich alles so Hand in Hand gehen kann, das ja, ist mir einfach wirklich dann über die Jahre erst klar geworden, indem ich halt bestimmte Bekanntschaften gemacht habe, indem ich nach und nach einfach auch mich immer weniger dafür interessiere, wie andere das jetzt sehen und ob das jetzt wohl ein Tabuthema ist, was ich anspreche oder nicht. Und auch, weil ich einfach über die Jahre gemerkt habe, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, wie fundamental eigentlich ja das eigene Wohlbefinden, die eigene Entwicklung, die eigenen Beziehungen, wie fundamental das beeinflusst, wie man in allen anderen Lebensbereichen auch ist. Und genau, das war wirklich ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und da kann ich auch eigentlich nicht sagen, dass da jetzt eine spezielle Erfahrung wertvoller oder wichtiger war als eine andere. Das Iboga hat schon gemacht, dass ich eine spezielle Arbeitsbeziehung eben ja, beendet habe, die auch dann ein wichtiger Schritt oder ein ja, wichtiger, wie soll ich sagen,
bemerkenswerter Schritt war auf dem Weg, aber jetzt nicht das eine Erlebnis und dann hat sich alles geändert. Das war halt viel eher so ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Ich sag mal, oft auch verwendet das Bild von der Zwiebel, wenn wir es vorhin hatten, zu Beginn, die Reise zu einem selbst, immer mehr zu diesem authentischen, wahren Ich-Kern zu kommen. Was bedeutet das überhaupt für einen selber? Ich hatte das auch schon an ein paar Gesprächen hier auf dem Format. Der härteste Teil ist der Prozess, dorthin zu kommen. Und keiner kann einem erklären, wie diese Reise ausschaut. Jeder ist individuell. Und sich dann auf diesem Weg mit allen Challenges und Objections und allen Tragödien und dem Schmerz auseinanderzusetzen, der immer mehr von dieser Zwiebel enthüllt, um einen dann mehr zu diesem Kern zu bringen, folgt, glaube ich, automatisch das, was du gerade beschrieben hast, dass man gewisse Dinge automatisch nicht mehr macht, zum Teil auch gar nicht mehr darüber nachdenkt, die zu tun. Die werden so wie ähnlich wie durch die Iboga-Brille gesprochen einfach irrelevant und man lässt sie einfach fallen. Und auf der anderen Seite automatisch Dinge ins Leben gezogen werden oder mehr fokussiert werden, die mehr zu einem sprechen oder mehr zu einem gehören. Jetzt ist es aber so, dass egal in welchem Entwicklungsstadium wir uns befinden, wir immer zu dem jeweiligen Zeitpunkt glauben, ja, jetzt bin ich ja komplett ich selbst so gut, wie ich mich eben kenne. Ich kenne ja keine Version von mir in 5 Jahren. Schön wär's. Und deswegen hatte ich gerade nur diesen psychedelischen Einfluss mit eingebracht. Wenn man noch nie so eine Erfahrung hatte und man noch nie, du hast vorhin selber so schön beschrieben, das, was man in diesen Schriften oftmals liest, aber intellektuell kapiert hat, aber es noch nicht erfahren hat, finde ich dieser Spruch auch so gut, dass Psychedelics oder Psychedelika machen Wissen erlebbar. Und das ist für mich der gravierende Unterschied, dass dann plötzlich alles, was in den Büchern steht, so viel mehr Sinnhaftigkeit ergibt, weil ich es gespürt und erlebt habe. In jeder Zelle in meinem Körper hat es plötzlich einmal einen Schalter umgelegt und plötzlich so, ah, ja, jetzt habe ich kein Problem mehr, das nicht mehr zu tun und dafür mehr von dem in mein Leben zu ziehen. Und deswegen sind für mich diese Tools, Bewusstseinstechnologien so unglaublich powerful. Und zum Glück ist derzeit auch gerade weltweit eine Resurgence, eine Renaissance im Gange, die mehr und mehr das zum zentralen Element von der Forschung auch macht, um Mental Health-Themen zu bewältigen. Aber losgelöst von dem klassischen Mental Health-Thema, auch um reine Bewusstseinsarbeit zu machen, sich selber. So eine Erfahrung in Form von einem Ayahuasca-Retreat oder einem Pilztrip oder einer MDMA-Session, egal was es ist, man sich selber mal ein bisschen außerhalb von dieser Ego-Betrachtung zu erkennen und zu verstehen, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen, ich kann eine gewisse Objektivität einnehmen, diesen Beobachter einnehmen und habe das zum ersten Mal erlebt. Und ob dann jemand noch gar keine Vorerfahrung hatte, sowohl in Yoga, Meditation, irgendeiner anderen spirituellen Praxis, ein so ein Trip bringt einem dieses Erlebnis schlagartig nahe und dann hat man plötzlich eine neue Möglichkeit, sich selber zu erfahren, die davor einfach nicht möglich war. Ich meine, es ist einfach so, dass diese Tools einem, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, die Schnellstraße oder die Autobahn zu einem selber bringen und deswegen so unglaublich stark und powerful sind. Genauso sehe ich es auch. Ja, dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Was für mich eine interessante Frage ist, die da so ein bisschen Hand in Hand mitgeht, ist diese Frage, sind Psychedelics non-specific amplifiers oder bewegen die einen in eine bestimmte Richtung? Also bei non-specific amplifiers, für die Leute, die den Begriff noch nicht gehört haben, das wird manchmal benutzt von Forschern, um hervorzuheben, dass Psychedelika bestimmte Eigenschaften von einem hervorheben oder auch in den Reisen bestimmte Erfahrungen aus der Vergangenheit hervorbringen und die einfach so aufblasen, sage ich mal. Und man daraus dann eben was lernen kann. Also Sachen, die man irgendwo im hintersten Unterbewusstsein hat, die kommen dann eben wieder zur vollen Präsenz. Und da wird eben von manchen Forschern gesagt, ja, das ist non-specific. Also wenn ich jetzt bestimmte Erfahrungen gemacht habe, wird mir halt irgendwie das eine gezeigt und jemand anderem mit anderen Erfahrungen wird was ganz anderes gezeigt. Und es ist jetzt nicht so, dass eine bestimmte Message durch die Psychedelika verbreitet wird, was ich auch irgendwo unterschreiben würde. Aber trotzdem würde ich sagen, dass halt interessanterweise ja ein Großteil der Leute nicht irgendwelche irrelevanten Kindheitserinnerungen wieder erleben, sondern meistens ja Sachen, die einem helfen, um näher an sich selbst und näher an andere Menschen und näher an die Umwelt wiederzukommen. Mhm. Und die meisten Leute, meiner eigenen Erfahrung nach, und auch wenn ich jetzt Berichte im Internet lese,
die meisten Leute ja eher danach freundlicher umgehen mit ihren Partnern oder bemerken, hey, ich war ja irgendwie in der und der Hinsicht bei der Arbeit immer ein Arschloch, das muss ich ändern. Oder hey, mein Job macht die Umwelt kaputt, das kann ich einfach nicht mehr mit mir verantworten. Also meistens sind es ja doch dann eher Entwicklungen, die in die Richtung gehen von, dass man sich halt mehr kümmert oder verbundener ist. Mhm. Wobei es natürlich dann auch nicht so ein Allheilmittel ist, weil ich dann eben auch mitkriege in Gabun, in Westafrika, wo alle Leute Iboga machen, dass da trotzdem halt Rivalen sind unter den verschiedenen Stämmen und da dann gelästert wird oder die sich gegenseitig irgendwie fertig machen oder genauso dann in Peru, das dann unter den Schamanen, also in Peru war ich tatsächlich noch nicht selbst, aber vom Hörensagen mitbekomme, dass dann da der Ayahuasca-Tourismus die dazu bringt, dass sie sich gegenseitig fertig machen, um mehr Kunden zu haben. Das heißt, dass man, also obwohl man eben auch diese innere Arbeit macht und zum Teil halt auch sehr intensiv, dass es jetzt auch nicht dazu führt, dass jeder komplett ohne irgendwelche Fehler auf einmal die Welt rettet. Also irgendwie ist da eine gewisse Tendenz, dass Leute ja mehr mit sich im Reinen sind und bessere Beziehungen haben, aber so komplett alles geregelt ist dann da auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch einen gewissen Grad an Abstufung von wir sind alle erleuchtet und sprechen alle über das Buddha-Sein zu ich renne nicht auf der Straße rum und verprügel Menschen. Da gibt es schon ein paar Schritte dazwischen. Ich glaube, es hilft gravierend auf dem Weg nach oben, weil du jetzt gerade meintest, Verbundenheit und Nähe zu sich selber und Menschen und es macht bessere Menschen. Paul Stamets, so ein bisschen der führende Mykologe der Welt, der sagt auch, Psilocybin makes better people. Im Prinzip, Magic Mushrooms make better people, würde ich zustimmen. Mhm. Und zum Thema Verbundenheit näher zu sich und an andere Menschen kommen. Wenn man da ein bisschen zurückgeht auf deinen Studienbezug Sozialpsychologie und sagt so ein bisschen die Grundpfeiler, dessen sind, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Menschen generell ihre eigene Realität konstruieren und das gesamte Leben und das Verhalten letztendlich immer in sozialen Beziehungen funktioniert und davon beeinflusst wird. Und wenn wir jetzt die letzten Forschungsergebnisse über die letzten Jahre, Jahrzehnte anschauen, dann wissen wir sehr viel mehr und sehr viel besser, was psychedelische Substanzen bei uns vor allem im Gehirn auch machen und dass spezielle Gehirnregionen, zum Beispiel das Default Mode Network, stark reguliert werden, somit die Selbstwahrnehmung über uns selber verändert wird, dass ich, also der Ego-Anteil in Bezug auf die restliche Welt, bekommt so ein bisschen die Möglichkeit, sich selbst neu zu betrachten und dadurch bestehende Konditionierung, Denkmuster und vor allem die Geschichten, die wir uns selber schon sehr, sehr lange erzählen und dadurch so real sind wie nichts anderes, bekommen wir die Möglichkeit, die neu zu evaluieren und idealerweise damit auch die Vergangenheit so ein bisschen loszulassen, was deswegen auch dazu führt, dass traumatische Erlebnisse, die so sehr abgespeichert wurden, einmal erlebt werden dürfen, wieder neu, beispielsweise in MDMA-Therapie und plötzlich dieses Schocktrauma als Beispiel erkannt wird, als es ist ein vergangenes Erlebnis. Und ich kann es einmal neu durcherleben, die Emotionen dabei fühlen, dann loslassen und bin dann von dem Griff, von diesem Trauma sozusagen befreit. Wenn man jetzt nach diesen psychedelischen Reisen Menschen befragt, nach was es letztendlich grundsätzlich bewirkt hat bei ihnen, dann hat man neben dem generellen psychischen Wohlbefinden oftmals auch die Aussage, dass das Empfinden für soziale Verbundenheit gestiegen ist. Auf Englisch Interconnectedness, vor allem bei Psilocybin-Reisen ist es sehr oft dem geschuldet. Sprich, man hat plötzlich das Gefühl von Naturverbundenheit. Ich laufe jetzt plötzlich sehr gerne durch den Wald und bin in der Natur und höre einfach nur den Vögeln oder der Natur zu. Davor konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Bin ich jetzt hier plötzlich zum Öko-Hippie geworden. Aber dieses Gefühl von Verbundenheit, die es davor einfach nicht gab, im Außen sowohl als auch im Innen, lässt jetzt für mich die Frage offen, wenn man das so ein bisschen aus sozialpsychologischer Sicht betrachtet, wie kann man das so ein bisschen aus der Brille beleuchten und erklären, dass wenn zum Beispiel Menschen, die stark depressiv davor waren oder sogar suizidgefährdet und nach so einer einzigen Reise, zum Beispiel mit MDMA oder Psilocybin, das nicht mehr sind und beispielsweise von ihrem lebenslangen oder jahrzehntelangen Leiden buchstäblich erlöst sind auf einen Schlag, aus sozialpsychologischer Sicht, hast du da eine Idee zu? Ja, ich glaube, da kommen halt so ein paar verschiedene Sachen gerade zusammen, die du genannt hast, die zum großen Teil jetzt nicht unbedingt mit Sozialpsychologie zu tun haben. Also ich glaube, diese Veränderung im Gehirn und so, das ist ja eher klinische Psychologie und Neurologie und so weiter. Was
ich mir so aus sozialpsychologischer Perspektive oft gedacht habe, ist, dass wir im Westen diese sehr individualistische Kultur haben, wo man ja irgendwie gar nicht so dahin erzogen wird, dass man für andere Verantwortung hat oder dass man so ein Kollektivbewusstsein hat oder so, was ja in anderen Ländern ganz anders ist. Und das finde ich ganz interessant, weil zum Beispiel nicht nur die psychedelische Erfahrung, sondern auch das Ganze drumherum ja sehr so community-orientiert ist. Also wenn ich eine Ayahuasca-Zeremonie mache, gibt es ja in vielen Kulturen, also es gibt ja auch ganz verschiedene Ayahuasca-Zeremonien natürlich, aber bei vielen wird ja gemeinsam gesungen und man hat dann die Sharing Circle und so weiter. Das heißt, dass man ja eine Gruppenerfahrung hat, die man auf die Art und Weise eigentlich in Deutschland fast nie hätte. Also dass ich mit Leuten im Kreis sitze und singe und Instrumente spiele und danach im Kreis erzähle von irgendwelchen Traumata aus meiner Jugend und so. Das gibt es ja einfach nicht. Und ich glaube, dass das eben auch eine der heilsamen Komponenten ist, jetzt unabhängig davon, was ich tatsächlich in dieser Reise erfahre, aber dass eben gewissermaßen diese individualistische Kultur auch aufgebrochen wird, mit der man aufgewachsen ist. Und das ist halt ja durch die Sozialpsychologie ja, durchaus behandelt. Also, dass man in so Collectivist Cultures, wie man die dann nennt, viel mehr einen Miteinander und sich füreinander sorgen und so hat, als jetzt im Westen das oft der Fall ist. Ja, und dieses traditionelle in Tribes leben. Wir kommen alle ursprünglich aus kleineren community-basierten Tribes und das hat sich alles so ein bisschen verdünnisiert über die Verwestlichung. Das ist mit der Teil, wo ich letztendlich über meine eigene Ayahuasca-Erfahrung immer hervorhebe und sage, neben den Zeremonien an sich, die natürlich wunderschön waren und sehr tiefgehend, hat bei mir persönlich das Dazwischen mindestens genauso dazu beigetragen. Und das war genau das, was du beschreibst. Im Kollektiv zusammen zu sitzen und dann die Gruppenerfahrung zu beleuchten aus Sicht von dem jeweils Einzelnen und dann zu realisieren. Und das ist auch was, was, wenn man es noch nicht selber erfahren hat, sehr schwer vielleicht verständlich ist für den Verstand, zu realisieren, dass das Erlebnis von meinem Nebensitzer oder Gegenüber einen direkten Impact hatte auf meine Erfahrung und in meinem Fall ein kurzes Gespräch auf dem Klo, im Badezimmer, vor der nächsten Zeremonie komplett meinen Trip verändert hat und ich deswegen XYZ mehr Erfahrung hatte, die ich davor nicht gehabt hätte, durch ein kurzes Gespräch und dann dadurch wieder diese Verbundenheit von diesem gesamten Kollektiv und System besser verstehe und dann noch mehr Dankbarkeit dafür empfinde und realisiere, wenn ich dir Schaden zufüge, füge ich mir automatisch auch Schaden zu und so weiter. Und ich glaube, neben dem, wie du es schon vorhin gerade beschrieben hast, klinische Psychologie-Aspekten, was alles Positives im Gehirn passiert und dass wir uns mit unserem Ego in einer neuen Sichtweise betrachten können, ist dieser, sag mal, Sozial- und Community-Aspekt ein essentiell wichtiger, weshalb auch immer von diesen ganzen Retreat-Organisationen und mehr auch in den klinischen Studien die Wichtigkeit von diesem Integrationsaspekt auch im community-basierten Integrationsaspekt unterstrichen wird. Und ich bin da voller Befürworter. Ich sehe es genauso. Wir sind seit unserer 1,5 Jahre her, die Ayahuasca-Reise, immer noch in Verbundenheit, diese Gruppe, und mehr oder weniger täglich im Austausch da. Und jeder shared mal ein bisschen was über seine Erfahrungen, seine Berichte und andere partizipieren davon. Und so dreht sich das ganze Rad für die Gesamtheit. Und ja. Was mir da jetzt auch noch einfällt, was auch dazu ganz gut passt, ist zwar kein Sozialpsychologe, aber ein Soziologe, Emil Durkheim, der vor, ich weiß nicht, 100 Jahren oder so geschrieben hat über Gründe für steigende Suizidzahlen in Ländern, sobald die eben durch diese Industrialisierung gehen. Und da hat er gesagt, okay, es liegt halt vor allem daran, dass die Menschen den Bezug zur Familie verlieren, dass die Menschen den Bezug zur Religion verlieren, wobei er jetzt gar nicht Religion meinte im Sinne von, oh, die glauben nicht mehr an Gott, deswegen bringen die sich um, sondern eher als eben auch diesen Gemeinschaftsaspekt und man hat ein gemeinsames, also ein Konstrukt oder ein Framing, was einem einfach hilft, gewisse soziale Kompetenzen zu lernen und soziale Aktivitäten auszuüben.
Und er redet auch davon, dass Menschen zu viel Eigenverantwortung haben, also zu viel denken, oh, es ist alles meine Schuld, meine Verantwortung, was ich hier mache, was ich kaputt mache. Oder wenn es mir nicht gut geht. Und ich glaube, er hatte noch irgendwelche Hauptpunkte. Ich glaube, von Natur hatte er jetzt nicht so sehr gesprochen. Das war, glaube ich, eher Rousseau. Aber das sind ja alles Punkte, die ja durch Psychedelika durchaus verbessert werden. Also dass man eben wieder eine Community hat, dass man in vielen Fällen auch wieder ein neues Interesse an Spiritualität und ich sag mal moralischen Grundwerten entwickelt und auch irgendwo sich selber so eingeflochten ins große Ganze wahrnimmt und nicht so dieses Gefühl hat von, oh, ich bin jetzt hier ganz allein und alles in meinem Leben liegt auf meinen Schultern, sodass man einfach merkt, hey, ich bin gehalten und alles hat auch irgendwo einen tieferen Sinn, auch aus den schlimmen Erlebnissen kann ich was lernen, also es ist ja viel, was da so ja, einem hilft über diese, ich sag mal, verwestlichten Gedanken und ja, ich sag mal, leicht krankhaften Denkmuster darüber hinwegzukommen. Voll, und das, was du gerade gemeint hattest mit zu viel Eigenverantwortung und ich bin schuld für all das, hat bei mir gerade was ausgelöst, und zwar so ein bisschen in die Richtung, wenn man in diese systemische Therapierichtung schaut und wie gegebenenfalls auch eine destruktive Dynamik entstehen kann von Systemen. In meinem persönlichen Fall zum Beispiel, dass ich als Kind oft unbewusst die Rolle in meiner Familie als Beschützer übernommen habe. Das ist ein unwissender Anteil von mir, der geglaubt hat, den Held spielen zu müssen, damit, um die Familie zu retten, damit sie nicht auseinanderbricht. Und das einzige Fundament, das mir ja bekannt war zu dem Zeitpunkt im Leben und gleichbedeutend mit Liebe und Sicherheit und allem, was mir wichtig ist, nicht anders kennt als Kind, möchte man natürlich auf gar keinen Fall, dass das passiert und somit das Kind dann plötzlich zum Helden wird, den Hut aussetzt und sagt, ich rette die Familie. Dabei hat kein Kind auf der Welt jemals die Verantwortung und die Aufgabe, beispielsweise die Rolle des Vaters oder des Familienoberhaupts oder sonst was zu übernehmen. Und das passiert nun mal einfach unbewusst und in der Regel auch Selbstschutz, weil gewisse Dinge, die dem Kind lieb oder wichtig sind, dann dadurch eben in Schutz genommen werden. In meinem Fall hat es mir zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall weitergeholfen, zumindest empfundenerweise. Und es hat sehr, sehr viel später erst dazu geführt, dass ich realisiert habe, was es auch für einen Schaden in Anführungszeichen angerichtet hat und wie sehr das dann doch, sag mal, tiefer gesessen hat bei mir. Und bei mir haben dann Therapie und vor allem auch Nutzung von psychedelischen Substanzen sehr stark geholfen bei dieser Auseinanderflechtung von, was war überhaupt meine Rolle in diesem Systemkontext und was ist überhaupt jetzt meine Rolle, war es jemals meine Verantwortung, so zu handeln? Was ist überhaupt meine Verantwortung? Was sind meine eigenen Bedürfnisse? Was waren niemals die von mir? Warum habe ich mich nur angepasst an andere? Und dann spiegelt sich das wieder in Beziehungen, die wir führen, romantischen Beziehungen, die wir führen, im beruflichen Kontext, interfamiliär, egal wo man hinschaut. Und wenn man das dann einmal durchdrungen hat und realisiert, mein Gott, das zieht sich durch alles hindurch und es ist so ein perverses Geflecht und dann zurückzufolgen, wo das Ganze den Ursprung hat und landet immer wieder in der Kindheit. So ein bisschen die Frage hin, ich meine, Virginia Satir, so wenn man sagt, die Mutter der systemischen Therapie, die hat auch gesagt, life is not what's supposed to be, it is what it is, and the way you cope with it is what makes the difference. So, also egal, was wir uns zusammenreimen und glauben, die Wahrheit darstellen zu wollen, ist in der Regel nicht der Fall. Und wir können sie auch nicht ändern. Und wenn wir die reine Wahrheit auch als das akzeptieren, dann schaffen wir es, durchzusteigen und, sag mal, uns davon zu lösen und Heilung zu erfahren. Und für mich ist es so ein bisschen die perfekte Brücke auch für den Einsatz von diesen Psychedelics in möglichen Therapieformen, die jetzt auch in aller Munde sind und mehr und mehr am Kommen sind. Wie siehst du den Aspekt, dass gerade diese Tools dabei helfen können, besser mit der Realität umzugehen, mit dem, was wirklich ist und nicht mit dem, was wir uns wünschen würden vielleicht? Ja, also ich finde auf jeden Fall den ganzen Gedanken von Psychedelic-Assisted Psychotherapy total nützlich, weil es, glaube ich, auch für Leute, die jetzt nicht so verrückt sind wie wir und nach Peru reisen oder Gabun oder sonst wohin und die vielleicht auch gerne Psychologen dabei haben wollen und so weiter, eine gute
Zwischenlösung ist, eben in einem Rahmen, der auch gut gehalten ist und der sicher ist und aber gleichzeitig eben auch eine gewisse westliche Komponente, sage ich mal, hat, an Problemen arbeiten zu können. Deswegen bin ich da durchaus ein Befürworter von. Ich persönlich habe tatsächlich noch nie in dem Rahmen Psychedelika erlebt. Also ich habe es tatsächlich eher. Warte mal ganz kurz. Tanja, Sekunde. Sekunde mal ganz kurz. Auch, ja, sag mal ganz kurz, Tanja. Also das musst du nochmal wiederholen. Da war es gerade vom Internet abgehakt. Sagst du, hast es persönlich noch nie erlebt und dann nochmal da. Ja. Ja, ich habe es persönlich noch nicht so erlebt mit dieser Psychedelic Assisted Therapy, weil ich einfach viel mehr in diesem schamanischen Rahmen Psychedelika erlebt habe und ja, oder eben im privaten Rahmen, also sobald ich ein bisschen mehr Erfahrung hatte, auch mit Pilzen und vor allem mit Pilzen eigentlich, auch im Freundeskreis und in der Natur. Deswegen kann ich da jetzt nicht so aus Erfahrung sprechen, aber auch natürlich, jetzt mal, wenn man sich die Studienlage anguckt und schaut, wie viel erfolgreicher eine MDMA-gestützte Therapie ist als eine nicht MDMA-gestützte Therapie. Also ich finde, da braucht man ja gar nicht groß drüber argumentieren. Also da sieht man ja einfach schwarz auf weiß, dass die Erfolge einfach total bahnbrechend sind. Und für mich macht es auch einfach total viel Sinn, weil, ja, weil, wie gesagt, es ist einfach eine Abkürzung zu sich selbst. Und das fand ich auch ganz interessant. Ich habe einmal für meinen Podcast damals den Martin Ball interviewt. Der ist, der macht viel Arbeit mit Bufo, also mit dieser Kröte. Und die einem halt einen relativ schnellen Trip in Richtung Non-Dualität ermöglicht. Und er meinte ja, wenn man sich die Schriften anschaut mit im Buddhismus, wie lange es dauert, bis man die Erleuchtung erreicht, also bis du eine non-duale Erfahrung hast, das sind einfach Lebenszeiten an Meditation. Und mit Bufo hat man es innerhalb von 15 Minuten. Das heißt nicht, dass man für immer erleuchtet und im Bliss ist, aber dass man einfach einen Einblick bekommt, wie etwas sein könnte. Wenn man halt nach und nach sich dann auch ohne Substanzen hinarbeitet. Und ich glaube, so ähnlich wie diese Tiefe an spiritueller Erfahrung ist es ja auch mit psychologischen Einsichten, dass man eben relativ schnell manche Sachen kapieren kann und dann eben Schritt für Schritt auch im realen Leben das verwirklicht. Oft dauert es dann natürlich eine Zeit, aber ja, es ermöglicht einem einfach auf jeden Fall diesen Einblick. Vollkommen, das sehe ich auch so. Und der Weg danach, also die Arbeit passiert dann, sage ich immer, die Arbeit passiert, wenn wir wieder gelandet sind und dann im Alltag, im täglichen Hier und Jetzt realisieren, ich bin einfach nicht 24/7 auf der Substanz und versuche jetzt, so gut es geht, an diesen Erinnerungen hängend, mein Leben zu bestreiten und besser zu leben, mit mir mehr im Einklang zu sein, mehr meiner Wahrheit zu entsprechen, zu leben, diesem authentischen Ich mehr zu folgen, Dinge sein zu lassen, die mir nicht gut tun, die ich jetzt erkannt habe, dass sie mir überhaupt nicht gut tun. Davor war ich blind und mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören und zu achten, unabhängig davon, ob immer noch so ein bisschen im System hängend gewisse Restemotionen mitschwingen, die mir gegebenenfalls suggerieren, ah, ist vielleicht doch nicht so, zu wissen, Bullshit, weil es alte Konditionierungen sind und dann darüber hinweggehend einfach neuronal neue Verbindungen zu schreiben, zu programmieren und sich ein bisschen immer mehr und mehr auf dem Weg dann zu sich selber, zu seinem Kern zu bewegen. Wenn ich jetzt nochmal aus deiner sozialpsychologischen Brille das betrachte und sage, so ein bisschen die Richtung, was ist die Auswirkung von dieser intrapsychischen Arbeit auf innerpsychische Prozesse oder anders gesagt, was geschieht zwischen heilenden Menschen und traumatisierten Menschen, wenn die sich begegnen und interagieren? Ja, da würde ich auch wieder sagen, es ist gar nicht so unbedingt ein Fokus von Sozialpsychologie, weil da geht es gar nicht so sehr um Krankheiten heilen oder psychologische Probleme lösen. Was ich schon sagen würde, aber auch eher eigentlich aus eigener Erfahrung als jetzt basierend auf sozialpsychologischen Studien, ist einfach, dass was jetzt den Heiler und den angeht, der geheilt wird. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach, dass, glaube ich, die besten Heiler in der Lage sind,
zu sehen, wie die Version von einem selbst aussieht, die eben nicht mehr süchtig ist, die eben nicht mehr die chronische Krankheit hat und einfach vollstes Vertrauen hat, dass man das loslassen kann. Und das ist für mich so einer der Hauptkomponenten bei Heilung. Und ich glaube auch, warum oft sich, also ich bin jetzt kein Gegner von westlicher Medizin, überhaupt nicht, aber ein großer Unterschied zwischen Schamanismus und alternativen Heilmethoden und westlicher Medizin ist meiner Meinung nach, dass eben die westliche Medizin viel auf einem viel Angst machen kann, indem es halt heißt, oh, bei Ihnen ist jetzt die Überlebenschance 15% oder dass man eben oft irgendwie ein sehr trockene Prognose bekommt. Oh. Ist das kurz weg? Ich höre dich aber. Doch, du Okay. warst kurz weg. Ja. Und eben in alternativen Heilmethoden und im Schamanismus ist ganz oft einfach darum geht, dass der Schamane vollstes Vertrauen eben hat, dass man das Heilung möglich ist und dass es nur darum geht, dass man eben selber auch loslässt von diesen limitierenden Glaubenssätzen, die man hat und von diesen Mustern, die einen eben in der Krankheit festhalten. Also da sehe ich große Unterschiede. Ja. Was ich auch übrigens noch einwerfen wollte vor Fragen schon, weil du hattest angefangen, über systemische Ja. Komponenten zu sprechen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich da jetzt Ja, dann nochmal bitte, bitte, was bitte. einwerfe. Weil was jetzt ganz interessant ist bei mir durch das Thema Schwangerschaft, also weil ich ja aktuell schwanger bin, habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht über, wo bekomme ich mein Kind und was mache ich dann mit dem im ersten Lebensjahr? Habe ich ein Tragetuch oder habe ich einen Kinderwagen? Geht es dann in die Kita oder kümmere ich mich noch viel länger? Und da sind mir eben genau, also viele systemische Probleme in der westlichen Welt aufgefallen, wo ich das Gefühl habe, und auch zum Teil durch Bücher, die ich jetzt gelesen habe, glaube ich, einfach sehr viele der Probleme der westlichen Welt begraben liegen. Also einfach, dass Kinder in einem Krankenhaus geboren werden, was, glaube ich, in manchen Fällen total notwendig ist, wenn man einen Notkaiserschnitt braucht oder was auch immer, aber in vielen Fällen auch einfach, glaube ich, sehr traumatisierend für Babys sein kann. Bis hin zu, da gibt es dann ein interessantes Buch, das beschäftigt sich speziell damit, dass in indigenen Völkern die Kinder die ganze Zeit am Körper getragen werden in den ersten Monaten und in der westlichen Welt liegen die halt alleine im Bettchen oder im Kinderwagen und wie das für ein Kind einfach gar nicht verständlich ist, dass sie trotzdem versorgt werden, sondern dass die einfach nur eine Panik bekommen, weil die alleine sind. Und genauso halt Probleme später im Kindesalter. Und ja, ich einfach das Gefühl habe, dass viele, viele Probleme damit zu tun haben, dass wir einfach so traumatisiert sind von diesen allerersten Kindeserlebnissen. Und das ist ja eine total systemische Sache, weil man eben auch als Mutter im Westen so in diesem System drin hängt von, oh, es muss aber alles 100% hygienisch, 100% sicher und für mich auch praktikabel sein und ich muss ja auch noch arbeiten, weil den Druck habe ich ja. Also das ist ja auch ein System in sich, was irgendwie nicht darauf ausgelegt ist, jetzt die glücklichsten und verbundensten Menschen in die Welt zu bringen. Und ja, das fand ich jetzt ein sehr interessantes Learning für mich selbst, weil ich da vorher auch nie so drüber nachgedacht habe. Ja, ich meine, sagt ein Kind, das nicht Nähe bekommt nach der Geburt, stirbt. Ja, also es ist so ein wichtiges, fundamentales Bedürfnis von uns Menschen, Körperkontakt und Nähe, dass es zum Tod führt, wenn wir es nicht bekommen. Und ja, man sich dann ausmalen kann, was dadurch fortlaufend entstehen kann, wenn wir das vermehrt systemisch bedingt oder auch nicht uns davon so ein bisschen abwenden. Und die Definition von Trauma hatte ich hier schon mal mit ein paar Leuten besprochen. Im westlichen Kontext, wir immer nur davon sprechen, ja, traumatisches Erlebnis, okay, Vergewaltigung, Autounfall, Todesfall etc. Aber dass ein Kind, das gerne die Nähe der Mutter sich wünscht und einfach für eine Woche lang auf einer Trageliege liegt, auch traumatisiert wird dadurch, das hat keiner im Kopf. Ja. Und dann entsprechend fortlaufend mit den damit zu leben hat und damit umzugehen hat. Und ich meine, Dr. Gabor Mate ist da so ein Vorreiter auf dem Gebiet, sag mal, Addiction und Trauma-Expert, der jetzt auch eine super geniale Wisdom of Trauma Movie-Premiere war in der letzten Woche, wo er sehr tiefgehend dazu gesprochen hat und nochmal sehr, sehr mit bewegend war, was da aufgezeigt wurde und letztendlich die Kernbotschaft auch war, alles, was wir in der Welt grundsätzlich
an Dramen im Außen, sag mal, mitverfolgen können, ist zurückzuführen auf Trauma in jedem von uns. Jeder Mensch ist auf die eine oder andere Weise traumatisiert und die allermeisten wissen nichts davon. Und wir reagieren und agieren letztendlich stets bezüglich dieses Traumas weiterhin fortlaufend, bis wir anfangen, irgendwann mal zu realisieren, um das zu beenden, müssen wir diese introspektive Arbeit machen und uns mit uns selber auseinandersetzen. Ohne das geht es nicht und es ist keine leichte Aufgabe und es ist auch kein Over-the-Night-Experiment. Es ist fortlaufend, anstrengend und ein sehr langer, in der Regel lebenslanger Prozess. Und die Kernbotschaft ist aber dennoch, es lohnt sich jedes Mal. Es gibt auch keine andere Möglichkeit. Es geht nur über den Weg. Und psychedelische Substanzen, er spricht selber auch davon, wie sehr ihm psychedelische Reisen dabei geholfen haben. Und er hat 35 bis 40 Jahre lang auf dem Gebiet schon geforscht und sich nur sein Leben lang damit beschäftigt und sagt, seine erste Ayahuasca-Erfahrung hat ihm so viel lehrreiches Material hochgebracht wie die letzten 30 Jahre davor nicht. Deswegen unterstreicht es nur noch mal mehr, dass diese Tools einen unglaublich unterstützen können bei dieser Reise zu sich selbst. Und ja, wer weiß, du kannst es ja dann in deinem Geburtsfall von deinem Nachwuchs anders handhaben, dadurch, dass du das entsprechend weißt und dem System so ein bisschen trotzen, wo es auch immer geht, in welchem Rahmen. Ja, und ich glaube da, also um wieder auf das Thema Psychedelika zurückzukommen, hilft es, glaube ich, auch. Ja, also ich glaube, die Arbeit durch mit dem Psychedelika hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass ich da einfach wacher bin und einfach auch Sachen dann hinterfrage. Und ich glaube, das ist ja eine Sache, die ich bei vielen auslöst, dass man einfach dann einfach mal drüber nachdenkt, hat das denn Sinn, wenn ich im Krankenhaus bin, obwohl es eigentlich eine gesunde Geburt ist, macht es denn eigentlich Sinn, dass ich das Kind irgendjemandem anders abgebe, obwohl es vielleicht mich erbaut? Ja, einfach dieses Hinterfragen von Entscheidungen ist, glaube ich, eine gute Sache, die durch Psychedelika-Nutzung auch nochmal mehr getriggert wird. Oder generell durch innere Arbeit, sage ich mal. Genau. Nicht einfach nur blind folgen und der Schafherde hinterher, sondern gegebenenfalls mal grundsätzlich hinterfragen, was da Sinn macht und was nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht zum Abschluss vom Gespräch gerne auch noch was, weil du jetzt auch den Corporate-Kontext mitbringst und auch den Hintergrund hast und in diesem Women Empowerment und Leadership-Bereich auch dich getummelt hast. Wie siehst du das und vielleicht ganz speziell auf Deutschland bezogen mit dem deutschen Fokus, das Thema, dass wir so ein bisschen den Shift in den Organisationen auch dahingehend hinbekommen? Es ist natürlich nicht im Sinne und im Sinne und im Ziel von den meisten Organisationen, die profitgetrieben sind, dass wir sagen, ja, jetzt sorgen wir bitte für die Heilung aller Mitarbeiter und wir haben dreimal die Woche Healing-Calls statt Forecast-Calls und kümmern uns um das mentale Wohlbefinden von jedem hier im Haus, weil wir wissen, long-term wird es uns allen helfen. Ja, da geht es eben nicht darum. Und wie schafft man es trotzdem, so ein bisschen das in Einklang zu bringen? Vielleicht hast du dich damit schon beschäftigt und hast da irgendwie Ideen vorstellen, wie das ganz konkret in der Praxis aussehen könnte. Ja, ach, das ist echt eine sehr wichtige und sehr komplizierte Frage. Ich meine, das Thema Women's Empowerment ist dann irgendwie ein kleiner Teil von dem ganzen großen Ganzen, was ja irgendwie unsere kapitalistische Wirtschaft ist. Und ich schwanke immer so zwischen, im Grunde müsste man ja die komplette Wirtschaft nochmal neu gestalten, damit das überhaupt irgendwie funktioniert, weil einfach die grundlegenden Werte so schwierig vereinbar sind mit, also psychologischer Gesundheit, Nachhaltigkeit und so weiter. Wer da übrigens ganz interessant drüber spricht und schreibt, ist Charles Eisenstein, also für den Fall, dass Leute den noch nicht kennen. Also da habe ich gestern noch ein Video geschaut zu Sacred Economics von ihm, zu seinem Buch, wo er auch darüber spricht, dass im Grunde die gesamte Marktwirtschaft daraus nur funktioniert, weil wir Dinge, die eigentlich nette Gesten wären oder Geschenke, in bezahlte Dienstleistungen umwandeln und was eigentlich in der Natur ist, umwandeln in Produkte. Und ich finde, das zeigt ja irgendwie, wie tiefgründig einfach das Problem ist. Also, dass man
das ist einfach nicht so, man sagen kann, okay, machen da jetzt halt diese Healing Calls dreimal die Woche im Unternehmen, sondern ich glaube, es ist im Grunde, also wenn man wirklich sich den Kern der Sache anschaut, die komplette Gestaltung der Wirtschaft, wo man, glaube ich, so mal einen kompletten Podcast drüber machen könnte, okay, wie müsste die Wirtschaft anders aussehen, damit sie sowohl für unsere modernen Bedürfnisse als auch eben der Umwelt und dem Wohlbefinden gerecht wird. Ich meine, was jetzt das spezielle Thema Women's Empowerment angeht, also eine Sache, die ich oft denke, ist, dass das Problem nicht gelöst wird, indem man sagt, okay, irgendwie, wir machen jetzt eine Quota oder so, damit mehr Frauen in Managementpositionen sind. Also ich glaube, also meiner Meinung nach ist das irgendwie halt so ein Pflaster auf einer Riesenwunde. Pflaster auf einer Riesenkrankheit. Ich glaube halt, dass ein großer Faktor schon allein damit zu tun hat, wie Entscheidungsmacht und Verantwortung in Organisationen aufgebaut ist. Und da denke ich, dass Frauen einfach nicht so Hierarchie und Macht getrieben sind wie Männer. Also ich glaube, Männer haben viel größeren Anreiz, Ellbogen zu benutzen, um in eine höhere Position zu kommen, wo Frauen, glaube ich, dann eher dazu neigen zu sagen, hey, wenn ich da so krasse Kompromisse mit Familie und meinem Wohlbefinden machen muss, dann habe ich halt einfach keinen Bock auf diesen Management-Job. Und ich glaube, dass es dann viel mehr darum geht zu sagen, wie kann man denn Verantwortung und Entscheidungsmacht in Organisationen so aufteilen, dass es eben nicht nur in der CEO-Rolle Verantwortung gibt, sondern ja, eben zum Beispiel über dezentrale Governance Structures in Unternehmen, da eben verschiedenen Charakteren und eben auch zum Beispiel, also ich sag mal, dem stereotypischen Frauenbedürfnissen auch gerecht wird, was natürlich dann immer, es gibt natürlich immer Ausnahmen, die Regel bestätigen, aber ich glaube, dass man einfach eine viel grundlegendere Umstrukturierung von Unternehmen bräuchte, damit Frauen mehr Verantwortung haben. Eben indem man es abkoppelt von Hierarchiepositionen zum Beispiel. Ja, bist du jetzt immer noch... Ja, Riesenthema. Ja, Riesen. Ja, wie du sagst, ist kein einfaches Thema, das auch nicht unbedingt übermorgen gelöst werden kann. So fundamental. Ich glaube, die Richtung, in die es geht, grundsätzlich überhaupt mal mehr Awareness zu schaffen für das Thema, dass wir hier letztendlich alle miteinander das gleiche Thema und uns trifft und berührt, und zwar mentale Gesundheit, und zwar die Zahlen, ob es jetzt die Opiatenkrise ist in den USA oder grundsätzlich Burnout, Depression, egal was für Zahlen man anschaut, grundsätzlich alle die gleiche Tendenz haben, und zwar stark nach oben geht und Systeme sonst auch an ihre Grenzen kommen, ob gesundheitlich oder wirtschaftlich später, wenn die Leute einfach umkippen. Hoffentlich irgendwann mal der Shift jetzt nach und nach dazu führt, dass Leute in entsprechenden Funktionen auch realisieren, das System bricht sonst zusammen. Wir müssen alle zusammen daran ändern. Und ich glaube, dass diese psychedelische Neurenaissance und Welle, die da jetzt kommt, unglaublich starker Rötenwind sein kann bei dieser generellen Umstrukturierung von gewissen Systemkomponenten, weil es eben, wie wir es vorhin gesagt haben, als Technologieeinsatz so stark, persönlich stark wirken kann, dass jemand, der einen Top-Fortune 500 CEO, der eine Pilzreise hat, mit Sicherheit sein Steering Board-Komitee anders halten wird, als das davor gemacht hat. Zumindest die starke Möglichkeit besteht, dass sowas eintritt. Und deswegen glaube ich, dass die Richtung zumindest, die man jetzt sieht, mit dieser ganzen Bewegung zumindest unterstützend sein kann und wahrlich die richtige Richtung darstellt. Bin zumindest happy, dass jetzt mehr und mehr das Thema aufkommt und wir jetzt auch im deutschen Rahmen mit Leuten wie mit dir über das Thema sprechen können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da zu beitragen, dass das Thema entstigmatisierter betrachtet werden kann und wir das in einem besseren Rahmen, in einer besseren Verbindung sehen, gerade hier in Deutschland speziell. Und deswegen sage ich vielen Dank für das Gespräch mit dir, hat sehr, sehr dazu beigetragen. Für mich Inspiration gegeben, das nächste Mal, wenn ich in Afrika bin, vielleicht auch eine Iboga-Erfahrung zu machen. Bei dieser Reise klappt es leider nicht mehr, keine Zeit mehr. Nachdem du beschrieben hast, dass ich 24 Stunden lang meinen Körper hasse und mich nicht mehr bewegen möchte, muss ich mir auch genau überlegen, wann ich das mache. aber ja, vielen lieben Dank für dein Insight hier. Ich hätte vielleicht am Ende, ich stelle dich ab und zu die Frage, vielleicht noch eine Abschlussfrage an dich, und zwar, wenn du dich zurückerinnerst an deine erste psychedelische Erfahrung, das war bei dir eine Ayahuasca-Reise, und du könntest dir damals selber einen Tipp mitgeben vor deiner ersten Zeremonie,
Was würdest du dir sagen? Ich glaube, ich würde mir sagen, dass das Ganze eine längere Reise wird und nicht nur eine 4-Stunden-Reise, sondern eher, ja, dass einfach die Arbeit mit psychedelischen Substanzen und Pflanzen wie Ayahuasca einfach ähnlich wie eine Yoga-Praxis auch einfach, ja, längerfristig gesehen werden sollten und dass man nicht sein Leben innerhalb von einem Zeremoniewochenende auf einmal verbessern wird, sondern ja, dass einfach alles Schritt für Schritt geht und auch die Beziehung zu Pflanzen und Substanzen auch eine gewisse Beziehung eben ist, die durch verschiedene Phasen geht. Das ist ein sehr weiser Ratschlag, der hilft. Hättest du es wahrscheinlich dennoch getan, aber zumindest nicht mit der Hoffnung, dass es nach der Wochenende durch ist. Cool. Genial. Ja. Ja, vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über die verschiedenen Themen. Sehr gerne. Sehr divers gestrukturiert und gehalten, so wie dein Background auch ist, habe ich mir fast gedacht. Von daher vielen lieben Dank. Super viele Themen besprochen. Und ja, wie lange ist es bei dir noch, bis Nachwuchs da ist? Naja, ich habe ja jetzt eine gewisse Frühchengefahr, deswegen ist es alles ein bisschen unsicher. Aber normalerweise sagt man ja ab Woche 37, Woche 37 bis Woche 42 ist so die Phase, wo die meisten Babys kommen. Und das wäre bei mir in 10 Wochen. Okay, ja, dann. Ja, also im August. Endspurt. Ja. Ja. Wir hatten es vorhin schon mal kurz. Viel Spaß bei der wirklichen Initiierung, die da stattfindet. Die wird nochmal eine Menge im System durcheinander wirbeln und wahrscheinlich eine Menge Dinge nochmal relativieren. Auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Reise, die jetzt ansteht. Mit Sicherheit eine der lebendigsten psychedelischen, nicht psychedelischen Erfahrungen, die man sich vorstellen kann. Naja, also ich meine jetzt schon. Mal schauen, wie es dann noch wird, wenn das Baby erstmal da ist. Schön, cool. Ja, sag Bescheid, falls du noch irgendwas von mir brauchst, irgendwelche Bios oder Fotos, yes, oder sonst was. Genau, du kannst auch mal mir sonst von meiner Website alles nehmen, was du haben willst. Cool, ja. Ich würde die Links von der Homepage nehmen. Ich würde, also die Tanja Schumann ist es, glaube ich, .de oder was es war. Und deine Social Profiles, wenn es welche gibt von dir. Ansonsten nehme ich die Homepage. Wenn da alles drauf verlinkt ist, dann ist das so ein bisschen der Bezugspunkt. Und ja, Homepage ist am relevantesten. Also ja. Social, also ich habe jetzt keine Pages, am ehesten noch LinkedIn, weil ich glaube, Facebook ist so ein bisschen, ist einfach mein privates Profil, das ist, glaube ich, nicht so ideal. Ja, nee, das passt. Wenn ich irgendwas haben noch bräuchte, dann würde ich mich bei dir melden. Ich glaube, ich habe soweit alles, aber wenn nicht, kriegst du von mir eine Mail, melde ich mich bei dir. Schön, ja. Alrighty. Dann, ja, vielen Dank. Also das Gespräch hat echt Spaß gemacht, also unabhängig davon, ob es jetzt im Podcast veröffentlicht wird oder nicht, aber einfach mal anderthalb Stunden über Psychedelika-Erfahrungen quatschen zu dürfen, ist ja auch immer ganz nett. Natürlich wird die veröffentlicht und ja, hat mich ebenfalls gefreut. Vielen lieben Dank und ja, ganz viel Spaß bei den nächsten Wochen bei dir. Pass auf dich auf. Ja, vielen Dank und dir noch viel Spaß in Afrika. Dankeschön, mach's gut. Ciao. Ciao.